So. Der Mann auf dem Umschlag kommt mir irgendwie bekannt vor und seine Frisur. Gewagt, gewagt. Ah, hier ist auch ein Taxiunternehmen. Jetzt brauche ich nur noch ein Telefon, um das Taxi zu ordern. Na, das haben wir ja im Wohnzimmer. Okay, ich drehe mal die intakte Birne rein. Das sollte helfen. Ich glaube, die kaputte Glühbirne brauche ich auch nicht mehr. Weg damit. In die Schublade, natürlich. Schau sie dir an, die Erde, wie klein und verletzlich. Niemand scheint bemerkt zu haben, dass der Schutzschild deaktiviert wurde. Ja, Sir, der King ist hochzufrieden. Wir werden schon sehr bald zu Phase 2 übergehen. Oh ja, die Menschheit wird zu spüren bekommen, was es heißt, uns für dumm zu verkaufen. Und das Schöne ist, niemand rechnet mit uns. Schon. Nur leider waren die Kristalle aus der Pyramide nicht mehr für unsere Zwecke nutzbar. Wir brauchen eine unverbrauchte Energiequelle. Der King vermutet das Artefakt im Inneren der Pyramide. Keine Sorge, wir haben einen unfehlbaren Plan entwickelt. Sehr gut. Und wie schreitet die Entwicklung im Labor voran? Alles läuft nach Plan. So, Kordel, zupf mal dran. Mein Kartenspiel. Ich liebe Poker. Ein paar Spielkarten. Eine Karo-Dame, ein Pik-Bube, eine Herz-5, eine Cash-Card und ein Pik-Ass. Hey, wie ist denn da meine Cash-Card dazwischen gekommen? Ah, die Spielkarten hast du jetzt weggepackt. Natürlich. So. Genau. Mehr konnten wir hier nicht machen. Bis auf die kaputte Glühbirne ist die Schublade leer. Warum packst du eigentlich da die kaputte Glühbirne rein? Wenn du nachts beim Krabbeln nach irgendwelchen Sexspielzeug garantiert dir die Finger aufschneidest. Cutting. Da mag jemand SM. Ach ja. So. Benutze Telefonapparatus. Okay, Zeit ein Taxi zu rufen. Auf geht's. Na komm schon. Hi, was kann ich für dich tun? Hallo? Spreche ich mit dem Taxi-Call-Service? Ja, sicher. Ja, ich möchte dann bitte ein Taxi bestellen. Du weißt doch sicher, dass du hier noch viel mehr als nur Taxis bestellen kannst. Wie bitte? Also, das Taxi soll mich dann bitte vor dem Artificial Hairbrush Geschäft abholen. Und wie wäre es mit einer Taxi-Stadtrundfahrt mit unserer Natascha oder Ramona? Wovon sprechen Sie denn? Habe ich die falsche Nummer gewählt? Ach so, da steht ja auch Taxi Call Girl Service. Entschuldigen Sie, aber bitte nur Taxi und kein Callgirl. Ich hab's nämlich sehr eilig. Du bist wohl ein ganz schneller Weg. Für eilige Kunden haben wir auch die richtigen Girls. Ich bin wirklich nicht der Typ für sowas. Ich möchte einfach nur ein Taxi bestellen. Geht das? Bitte, bitte, bitte. Wie langweilig. Na gut, dann schicke ich dir halt nur ein Taxi ohne Überraschung. Wann und wo soll der Fahrer dich abholen? In 10 Minuten vorm Friseursalon der Artificial Hairbrush, bitte. Geht klar, Süßer. Danke, dann wäre ja alles geklärt. Und du willst bei der wilden Taxifahrt wirklich keines unserer Girls dabei haben? Nein. Schade. Mach's gut, Süßer. Auf Wiederhören. Oh mein Gott, war das anstrengend. Denn die Girls von der Heide sind eine Augenweide. Etwas später. Oh, ich glaube, das Taxi ist schon da. Ja, dann geh runter. Rede mit Taxi. Wohin soll's gehen?
Nee, das weiß ich noch, wir müssen erstmal hier. Bitte fahren Sie mich in mein Büro zum National Infiltrator. Meanwhile, in space, over Earth. Lieutenant, Rush ist los. Ich bekomme gerade ein Signal von unserem Spitzelrein. Na, endlich, auf den Monitor damit. Tag, Lieutenant, Agent XR20 auf Position. Ich hoffe doch, dass das Haus vollständig zerstört wurde. Sieht leider nicht so aus, Lieutenant. Das Gewächs ist in das Zielobjekt eingedrungen. Es wurde aber nicht zerstört. Slowflick! Bin ich denn nur von Einzellern umgeben? Die Drohne scheint nicht stark genug gewesen zu sein. Das sehe ich auch, du Hirsch! Und genau das ist das Problem. Die Entwicklung sollte viel weiter vorgeschritten sein. Wie sollen wir das dem King erklären? Wird hier über mich geredet? Nur in den höchsten Tönen, mein King. Nur in den höchsten Tönen. Nun gut, was ist passiert? Unser Setzling war nicht stark genug. Wir konnten McCrackens Büro nicht vollständig zerstören. Verdammt, ihr Versager! Unsere Batterien sind nicht stark genug, um einen ausreichend starken Wachstumsstrahl zu erzeugen. Hat er recht? Meines Wissens gibt es nur ein Artefakt, das genug Energie aufbringen könnte. Ich weiß, welches Artefakt du meinst. Leider ist es verschollen. Mir kommt da eine Idee. Ich unterbreche nur ungern, aber McCracken nähert sich in einem Taxi. Ich muss die Verbindung abbrechen. Beschütte ihn weiter. Wir denken uns etwas aus. Verstanden. Vielen Dank. Bitte warten Sie, es dauert nicht lange. Ach du Scheiße! Was? Was ist mit dem Infiltrator geschehen? Verdammt! Wo kommt dieser riesige Baum her? Seit wann wächst ein Baum durch mein Redaktionsgebäude? Es handelt sich bestimmt um ein modernes Kunstprojekt. Gewiss. Welcher meiner Mitarbeiter könnte so etwas besitzen? So geschmacksverirrt bin nicht mal ich. Welcher meiner Mitarbeiter... Ja, ja. Der Putz ist ziemlich hinüber. Dann wer sonst noch? Taxi? Zaun? Er soll verhindern, dass Bären das Gelände betreten. Bären. Das Fenster scheint besser in Schuss als meine. Ich bin kein Einbrecher. Ach, nun habt ihr doch nicht so... Kletterst du auch in fremde Flugzeuge? Was ist das hier oben eigentlich? Ein Putzlappen? Gardine. Ich sollte den Dachboden entrümpeln lassen. Da hängt Unrat aus dem Fenster. Die ist alt, verdreckt und nutzlos. Das gehört hoffentlich so und dient der Belüftung. Ich gehe lieber durch die Tür. Weißt du sowas? Lichterkette. Ah, da oben. Da hat jemand die Scheibe eingeworfen. So eine sinnlose Zerstörung. Ich bin zu Hause. So ein respektloser Haufen. Na, hoffentlich finde ich wenigstens hier ein paar Hinweise. Ist das Sushi? Das ist Sushi Junior. Der alte Fisch wurde leider... ist gestorben. Zu Chuck-Futter kurzerhand umdefiniert. Da gibt es nichts zu sehen.
Das ist Deborah, meine kurzsichtige Sekretärin. Nur Stil echt mit wenig obenrum an und unten in Strapsen. Mhm. Ja. Das sagt ja auch alles, ne? Tja, wie man sieht, hat der Infiltrator auch mal bessere Zeiten gesehen. Wir brauchen endlich mal wieder eine richtige Top-Story. Hm. Das ist Jerrys Schneidemaschine. Er ist noch nass. Trotzdem mitnehmen. Nicht, solange er noch nass ist. Och, Junge. Können wir Sushi wieder mitnehmen? Es ist nicht als Marshelm zu gebrauchen und was sollte ich überhaupt auf dem Mars? Obwohl, hier bei Jerry ist es zu gefährlich für sie. Ich nehme sie mit. Sicher ist sicher. Ab in die Hosentasche. San Francisco, Herbst 1996, verliehen an Zachary McCracken. Diese Urkunde wurde für besondere schriftliche Leistungen verliehen, erbracht durch das Werk Einer flog übers Bermuda-Dreieck. Mhm. Die müssen hierbleiben, um potenziellen Anzeigenkunden zu imponieren. San Francisco, Herbst 1900. Diese Urkunde wurde für besondere. Die müssen hier... Okay. Was sind wir hier? Meine Bestseller. Die kenne ich auswendig. Mhm. Der Baum schien etwas widerborstig zu sein, also hat man ihn festgebunden. Es scheint ziemlich fest angebunden zu sein. Ach, ich ahne was. So, Feuerzeug erstmal mitnehmen. Sie steht dort eigentlich ganz gut. Eine leere Flasche. Jerry hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Wie kommt er dazu, mir eine leere Flasche zu schenken? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Getränk ist. Aber eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Ich will das nicht einfach wegnehmen. Oh. Vielleicht ist es Medizin. Genau, Medizin. Natürlich. Was haben wir denn sonst noch? Heizofen. Ja, tatsächlich, es ist ein Heizofen. Ohne ihn wäre es hier drin recht kalt. Autsch! Der ist ja heiß! Ach. Da liegt ein zerknülltes Stück Papier. Das scheint ein interessanter Artikel zu sein. Ja, dann guck ihn dir an! Wütendes Dschungelmonster verschlingt Forschergruppe Mexiko auf dem Ausgrabungsgebiet der 3500 Jahre alt geschätzten Tezcatlipoca-Pyramide in Neumexiko verschwanden vergangene Woche der Ausgrabungsleiter und zwei weitere leitende Mitarbeiter. Wie das örtliche Grabungsunternehmen berichtet, untersuchten die besagten Wissenschaftler verschiedene Knochenfunde, die seltsame Verformungen zeigten. Das erinnert mich irgendwie an Alien. Einige der gefundenen Schädel sollen sehr ungewöhnlich aussehen und nicht den anatomischen Kenntnissen entsprochen haben. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird vermutet, dass die Wissenschaftler von Kunstdieben überrascht und verschleppt wurden. Von Kunstdieben. Das Grabungsareal war seltsam aufgewühlt und deutet auf eine Kampfhandlung hin. Entgegen der Meinung der Polizei glauben viele Eingeborene fest daran, dass das Verschwinden der Forscher etwas mit dem legendären Dschungelwesen El Pollo Diablo zu tun hat. Pollo heißt doch Huhn. Das teuflische Huhn. Mhm. Beweise dafür wurden allerdings nicht gefunden. Spurlos verschwunden! Von Grabungsleiter Professor Arthur und seinen zwei Assistenten fehlt jede Spur. Wir sind uns sicher, dass Benjamin kein Problem haben wird. Ob ein Kleinkind im Weltraum gehört, bleibt fraglich. Steht nur, dass der dreijährige Astronaut in ca. 3 Tagen auf der internationalen Raumstation ZEC ankommen wird. Dort erwarten ihn schon seine Kollegen. Brücke ohne Zukunft, die Golden Gate Bridge soll durch eine Fähre ersetzt werden.
Brücken haben ausgedient. Frisco, der Bürgermeister von San Francisco und die Golden Gate Bridge Light. Das Ding ist potthässlich. Wir brauchen etwas Modernes, sagte er auf einer Pressekonferenz. Der Plan sieht vor, dass die Brücke nun abgerissen wird und durch eine Fähre ersetzt wird. Der Bürgermeister verspricht sich dadurch einen enormen Anstieg der Touristenzahlen. Wir brauchen eine Sehenswürdigkeit in Frisco. Auf unsere Brücke können wir da gut und gerne verzichten. Wo ist Walter? Das ist eindeutig Guybrush Threepwood. Jetzt das Probeabo für die lächerliche 1642 diese Woche. Meister der Toupees. Interview mit den Official Hair Brothers und die Artificial Hair Brothers Toupee-Typenberatung. Urlaub für deine Haare. Die Frisurenfarm in Kentucky. Frisurenbau zu Babel. Wer baut die höchste Turmfrisur? Dieser Zeitungsausschnitt ist wirklich interessant. Hat diese Story vielleicht etwas mit dem ominösen Flugzeug zu tun? Sieht ganz nach einer guten Spur aus. Ich sollte mich mal in Mexiko umsehen. So, können wir jetzt eigentlich mit ihm reden? Tatsache. Er scheint gerade beschäftigt zu sein. Hi, Jerry. Ich muss Sie dringend sprechen. Oh, hallo, Zack. Worum geht's denn? Was habe ich gestern gemacht, Jerry? Gestern? Mal kurz nachdenken. Ach ja, ich glaube, da haben Sie laut gerufen, das ist die Riesen-Story und sind aus dem Büro gerast. Aber das kommt ja jede Woche mindestens einmal vor, deswegen könnte es auch vorgestern oder vorvorgestern gewesen sein. Ginge es bitte auch etwas präziser, Jerry? Sie sind eine Person meines Vertrauens. Habe ich Ihnen denn nichts über meinen letzten Auftrag erzählt? Tut mir leid, Chef. Ich bin zwar Ihr Stellvertreter, aber seit die Verkaufszahlen im Keller sind, haben Sie mit mir keine Vertrauensgespräche mehr geführt. Ich kann immer nur betonen, dass meine Wissenschaftskolumne über die empirischen Beobachtungen zur Dauer des Trocknens von Anstreichfarbe in renovierten Apartments in San Francisco nicht der einzige Grund für den anhaltenden Misserfolg des National Infiltrators ist. Aber Sie wollten mir ja nicht glauben. Schon gut, Jerry. Der Hauptfehler lag bei mir, denn als Chefredakteur hätte mir auffallen müssen, dass wir die Kolumne versehentlich in 10 aufeinanderfolgenden Ausgaben auf der Titelseite abgedruckt hatten. Solche Unaufmerksamkeiten werden mir nie mehr wieder passieren. Du passt dann eher zu Obi, hä? Wieso ist mein Redaktionsgebäude so heruntergekommen? Keine Ahnung, Chef. Vielleicht hat's etwas mit ein paar unglücklichen Zufällen zu tun. Zum Beispiel, dass Sie sich das Großraumbüro nicht leisten konnten und stattdessen ein Gebäude des horizontalen Gewerbes zu Ihrem Redaktionshaus umbauen mussten. Man kann sich im Leben nicht immer alles aussuchen. Und was hat es mit diesem Baum auf sich? Sicherlich habe ich den als Dekoration hier durch die Redaktion wachsen lassen. Tja, in der Redaktion hat eben keiner so richtig gemerkt, dass dieser Baum mit der Zeit hier so einfach durchgewachsen ist. Ich glaube, er passt zur durchwachsenen Qualität des National Infiltrators. Sag mal, Jerry, könntest du mir mal dein Messer leihen? Aber Boss, ich brauche das Titan-Cutter-Messer, um die Anzeigen für die heutige Abendausgabe zusammenzuschneiden. Außerdem könnten Sie sich damit verletzen. Nichts gegen Ihren messerscharfen Verstand, aber wie Sie wissen, war ich einmal Chirurg und habe deshalb etwas Übung mit diesem gefährlichen Instrument. Ich weiß, Jerry. Ich werde Jerry jetzt besser nicht daran erinnern, dass seine chirurgische Laufbahn damals endete, als er einem Patienten bei der Maniküre versehentlich etwas mehr als den großen Zehennagel abschnitt. Die Erinnerung daran könnte ihn sehr belasten. Wie wäre es mit einer kurzen Pause, Jerry? Keine gute Idee, Chef. Die Anzeigen müssen für die Abendausgabe fertig sein. Ich habe aber $1 Million in der Lotterie gewonnen. Deshalb brauchen wir das Geld der Anzeigekunden für diese Ausgabe nicht. Also, Jerry, mache eine kurze Pause. Zack, Sie haben schon mal besser gelogen. Zum Beispiel damals, als Sie mich als stellvertretenden Chefredakteur einstellten und mir eine Assistentin versprochen haben. Wie konnte ich wissen, dass Sie damit Sushi meinten? Wir reden später weiter. Bis bald, Chef. So, wir brauchen das Messer. Warte mal, ich glaube, das ging, der alte Trick. Gute Idee, aber Jerry wird merken, dass es nicht das Titan-Cutter-Messer ist. Schade. Guten Abend, Zack. Willst du mich nicht endlich mal wieder zum Essen einladen? Guten Abend, Deborah. War ich wirklich mal so verzweifelt in meinem Leben, dass ich mit dieser Frau ausgegangen bin?
Alter! Sollte eine Sekretärin ihren Chef nicht normalerweise siezen? Nach allem, was wir schon zusammen erlebt haben? Sei nicht albern. Oh oh, nur gut, dass mein Gedächtnis zurzeit einige Lücken aufweist. Dennoch verlange ich etwas mehr Respekt. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, das meine ich sehr wohl ernst. Du bist so süß, wenn du dich aufregst. Oh. Deborah, an welchem Artikel arbeite ich noch gleich? Ach, Zack. Tut mir leid, aber das weiß ich nun wirklich nicht. Wieso weißt du nicht über meine Recherchen Bescheid? Immerhin duzen wir uns. Und das ist keine Selbstverständlichkeit zwischen Chef und Angestellten. Also wirklich? Du machst doch immer so ein großes Geheimnis um deine brandheißen Stories. Warum sollte ich das tun? Was stellst du denn für Fragen? Weil du Angst hast, jemand könnte dir zuvorkommen und dir die Story vor der Nase wegschnappen. Mhm. Jetzt wird aber hier mal wieder gearbeitet, Deborah. Der Chef ist wieder da. Na klar. Wie hättest du es denn gerne? Schnell und gründlich, sodass am Ende auch ordentlich was dabei herauskommt. Du hast heute aber ganz schmutzige Ideen, Zack. Deborah, mach doch bitte einfach deinen Job. Einverstanden? Worauf du dich verlassen kannst, Zack. Bis später, Debbie. Dann bis später, Zack. Sie scheint noch älter als das Modell dahinter. Mein Chef. Charmant. Wie eh und je. Kriegen wir mit dem Buttermesser das Seil hier wahrscheinlich nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich wirklich das Titan-Cuttermesser. Das sollte ich lieber jemand anderem überlassen. Warum? Ja, mehr haben wir ja hier nicht, ne? Mal kurz gucken. Die Uhr können wir uns noch angucken. Ich habe das Gefühl, dass alle Uhren in diesem Spiel anders gehen. Jo. Zum Flughafen, bitte. Mystery. Mars needs man. Auch hier am Flughafen wird der National Infiltrator verkauft. Leider sind die Verkaufszahlen in den letzten Wochen stark rückläufig. Der Automat ist defekt und wir können uns den Techniker nicht leisten. Daran scheitert es also, ja? Was haben wir denn hier? Eine Couch. Ich wüsste gerne, wie viele Kunden dort schon einen Bandscheibenvorfall erlitten haben. Achso, ich dachte reingepupst. Ich, verzichte. Was haben wir hier, einen roten Faden? Ich wüsste gerne, wie viele Kunden dort schon einen Bandscheibenvorfall erlitten haben. Nee. Ha. Soll man das auch noch nehmen? Ich brauche es nicht. Das eine nimmst du, das andere nicht. Achso, nee, du hast das Kissen bloß rübergepackt. Ah, ist klar. Ein Serviceheftchen der American Airline. Ich kenne die Services der Airline schon auswendig. Glaub mir, ich brauche es nicht. Was haben wir denn sonst noch hier? Ausblick. Wow, die Skyline von San Francisco ist wirklich imposant. Eine ausführliche Flugübersicht inklusive Unfall, Absturz und Sterbequote. Ja, das, was man sich immer wünscht. So, hier Ticketmaschine. Aha. So, wo kommen wir denn hin? Was ist denn das?
Destination Honolulu. Nee, wir nehmen Honolulu, Mexiko, meine ich. Bye. Mexiko, ich komme. Das tun wir aber erst im nächsten Teil. Ach, diese Zweideutigkeiten.